Nächstes Jahr feiert der sogenannte Gedenkdienst sein 20-jähriges Bestehen. Junge Menschen betreuen dabei 12 Monate lang Holocaust-Überlebende oder arbeiten weltweit in Gedenkstätten wie Yad Vashem oder dem Holocaust-Museum in Washington. Dieser Gedenkdienst kann anstelle des Bundesheeres oder des Zivildienstes absolviert werden. Aber durch die Debatte um die Abschaffung der Wehrpflicht fürchten nun manche, dass auch das Interesse am Gedenkdienst schwinden wird. Nicole Kampel berichtet. Diese jungen Menschen werden das Image Österreichs im Ausland bald aufpolieren. Sie sind angehende Gedenkdiener. Ich gehe nach Berlin ins Anne Frank Zentrum. Ich gehe nach Prag ans Theresienstadt-Institut. Ich gehe nach New York. Ich gehe nach Buenos Aires. Verabschiedet werden sie heute vom Bundespräsidenten höchstpersönlich. In Österreich gibt es drei Vereine, die den Gedenkdienst organisieren. Manch einer macht sich bereits Gedanken, wie es weitergeht. Sollte die Wehrpflicht und damit vielleicht auch der Zivildienst wirklich fallen. Der Verein Niemals Vergessen entsendet heuer etwa 6 Leute. Zuvor waren es bis zu 12. Es war einfach vom vergangenen Jahr auf heuer wirklich der Einbruch sehr stark. Und das Abwarten mit der Debatte, Wehrdienst ja oder nein, Zivildienst, was passiert damit, das ist schon sehr ein großes Problem für uns. Es gab etliche, die sich gemeldet haben, die aber dann aufgrund der Frage, wird's was, wird's nichts, wieder abgesagt haben. Die beiden anderen Vereine sind weniger pessimistisch. Weil die meisten gesagt haben, sie würden den Gedenkdienst auch ohne Wehrpflicht ableisten. Problem ist auch etwas anderes. Dass die Gedenkdienstleistenden kaum Förderungen erfahren. Sprich, eine gedenkdienstleistende Person bekommt im Durchschnitt weniger Geld als ein inländischer Zivildienstleistender. Wer den Gedenkdienst leistet, bekommt seit heuer nur mehr 9.000 statt zuvor 10.000 Euro für ein ganzes Jahr. Die meisten zahlen ohnehin bereits aus privater Tasche mit. Dennoch, ihr Engagement wird geschätzt. Denn wenn wir nicht mehr sind, und das dauert nicht mehr lange, werden diese jungen Gedenkdiener, die in Yad Vashem und in anderen Gedenkstätten der Vernichtungslager sind, die Stafette weitertragen. Darum geht es auch den 46 angehenden Gedenkdienern. In erster Linie nicht vergessen, dass die Sachen, die damals passiert sind, immer noch unsere gegenwärtige Zeit beeinflussen. Zumindest sie würden ihren Gedenkdienst auch ohne Verpflichtung leisten. Beeindruckende Jungen.